Ich bin absolut unrasiert und sehe aus wie ein Penner. Meine Haare sind länger als die von San Diego. Und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Heute auf dem Mr. Sample Kanal. Ein Sample, zwei Songs. Also falls jemand den Kanal nicht kennt, das ist der Zweitkanal von Boss Explosive. Da geht es, wie der Name schon sagt, hauptsächlich um Samples aus Deutschrap-Liedern. Und es ist ein neues Format. Ein Sample, zwei Songs. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich denke mal, zwei Songs benutzen dasselbe Sample. Und mal gucken, welches besser ist. Ich würde sagen, wir machen direkt Go! Ding, ding, ding. Ich will weg hier, vor dem Horizont seh ich nur Dreck hier. Die Nächte werden lang, sehr, sehr geiles hier. Perspektiven verkackt, die Zeit rennt hier. Sehr, sehr geiles Sample, by the way. Einmal Luciano mit Psychose. Ah, das kenne ich tatsächlich. Hier, bei dem Song. Den anderen habe ich, glaube ich, gar nicht gehört, aber da finde ich das bei Lucianos Lied viel besser auf jeden Fall. Weil ich den Song crap finde. Oh, ein Saw-Theme. Das ist sehr nice. Das kennt, glaube ich, jeder. Flair und Zilla mit Südberlin Maskulin. Na, gucken, was das zweite ist. Oh lol. Du willst ein Autogramm, ich dreh die Fensterscheibe zu, denn du und ich sind nicht dasselbe, so wie Ententeich und Pool. Bitch, ich plan den Überfall an den Memmern. Also das ist für mich eine klare Sache. Ich habe das gar nicht gewusst, obwohl das, glaube ich, schon mal in einem anderen Sample-Video vorgekommen ist. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Da finde ich, wir ficken die Szene auf jeden Fall viel besser umgesetzt. Der Beat ist eine Granate und der Track sowieso. Das ist bei das ist bei PA und Kianush. Wie heißt der Song nochmal? Casino Royale? War das bei Casino Royale? Achso, okay. Erstmal Babassat. Ja, bei Casino Royale. Dann finde ich es aber auch bei Casino Royale besser benutzt. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, Sat kommt überhaupt nicht gut auf den Beat. Was jetzt? Ihr dachtet alle, ich bin weg. Dass ich nicht lache, mach die Platte hier in 10 Tagen fresh. Broadcast until then. Genre Downtempo. Ja, jeder kennt nur Uptempo, aber das ist halt Downtempo. Same shit, different day. Okay, wir haben Ali, Bushido und Shindy, same shit, different day. Und ich muss aufhören, den Frauen immer übel zu nehmen. Auf was für Typen sie stehen? Ich stehe doch auch selber nur auf die narzisstischen Mädels mit Drogen und Psychoproblemen. Hollywood, Hollywood, die Lüge des Lebens, wenn sie nicht will. Ich Ich glaube, da finde ich das von User You besser. Er kommt besser auf dem Beat. Ja, doch. User You, Love Songs. Finde ich besser. Oh, natürlich! Ich wusste doch, ich kenne das. Klitoris! Wir hinterlassen Konzertteilen in Schutt und Asche. Sobald wir kommen, springt die Crowd wie eine kaputte Platte. Sagt der Konkurrenz, lutscht unsere Messlatte. Unser Album ist ein Fest, nenn es Festplatte. Fest, nenn es Festplatte. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Also den Song kenne ich nicht.
Den's schon. Also auf Instagram bei Boss Explosive gibt es eine Abstimmung in der Story. Da kann man dann nochmal separat die Songs bewerten, welches man besser fand. Das war Gift für den Ohrenraum, nur wo sie Fakten ist. Zu dir passt nicht dieser Diebische. Da muss man ja schon aufpassen, sonst wächst einem noch eine Kito-Riff. Wir hinterlassen Konzertteilen in Schutt und Asche. Sobald wir kommen, springt die Crowd wie eine kaputte Platte. Sagt der Konkurrenz, lutscht unsere Messlatte. Nein, ich glaube, ich finde Blockbuster besser. Unser Album ist ein Fest, nenn es Festplatte. Yo, hier hilft keine Schluck mehr die Ziehen. Wenn du nach der Druckwelle dieses Suff, der die Beats Bruststechen kriegst und verdutzt durch deine Stuckdecke fliegst und nach einem heftigen Aufprall in den Flussbecken liegst. Woher kommt das Geld in den Jeans? Woher kommt das Eis um den Hals? Woher kommt der Lambo in Schwarz? Da gehe ich mit El Juni und Craig Ignatz. Ich finde den Song besser. Keine Ahnung, ich kann mit Morlock nichts anfangen. Nicht wirklich, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen, keine Ahnung, nicht so drin, aber ich kann mit Morlock nichts anfangen. Und ich finde das hier auch besser verarbeitet, meiner Meinung nach. Scheiße. Welches ist das? Ich kenne das. Ah! Das war's nicht. Vielleicht bin ich auch behindert. Nevermind, ich bin behindert. Gut, ich kannte das nicht. Ich dachte, ich kann es. Da gehe ich aber mit Favorite und Jason. Oder? Ah, da bin ich mir, glaube ich, nicht sicher. Ja, doch, ich gehe mit Favorite und Jason. Desotrock. Junge aus der City. Nee, Junge aus der City. Nur ein Junge aus der City. Aber mit so einem Abstand, so einem Abstand. Wilder Song. Moment, den kenne ich. Moment, das ist aus einem Diss-Track. Oder? Ich will die deutsche Nationalhymne mitsingen. Nicht nur deutsche Adler können fliegen und das Stück bringen. Oder bin ich wieder behindert? Ich hab lange nichts gesagt. Junge, wie behindert bin ich? Part von mir, Part von mir. Als hätte ich deutschen Rap adoptiert. Kluger Krimineller fick den Knast. Ich von aber da geh ich mit Massiv. Ich hab lange nichts gesagt. Ja, da geh ich mit Massiv auf jeden Fall. Von Beats, aber Bizeps und Mixo, oder? Bizeps. Bizeps. Sie warten auf ein Part von mir, als hätte ich deutschen Rap adoptiert. Kluger Krimineller fick den Knast. Ich komm nicht rein, vielleicht Zufall oder ich war schneller als die Polizei. Das kenne ich aber. Ja, genau, ich wollte es noch sagen, aber ich wollte gerade Rapido sagen, weil ich kannte das. Aber ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, wenn es dann falsch ist, dann mache ich mich todeslächerlich. Ich wusste, es ist von Rapido. Ich schwöre, ich wusste es. Die Kunstfigur gefickt, doch unter seinem Drecksbandana hat der Junge ein Gesicht. Er zu dem A, der die Schuhe so zersieht, ballert mit der Glack dich, Tarus und Alaska. Ich hab das Game gefickt und jetzt fick ich es weiter. Doch diesmal bring ich auch noch Say It mit. Ich nenne die Schlampen nicht Schlampen, weil ich Macho bin. Gut, nein, das Video kann jetzt enden. Schlampen, weil dass Schlampen ich das nicht erkannt hab. Yeah. Fly wie auf Chili Dean, box die aus deinem Skinny Jeans. Deine Bitch fest wie ein Schritt, Billie Jean. Ja, ich will verdienen, denn ihr rollt der Zaster ab. Wenn nicht mit Rap, dann lass ich nur alle Acker. Jetzt auf Instagram abstimmen, die kompletten Songs in einer Playlist. Wild! Bei dem letzten gehe ich übrigens mit MP5. Ja, gut. Dass mir da als erstes die Runde von Rapido eingefallen ist und nicht MP5, ist eigentlich ein bisschen peinlich. Und dass ich dann doch nicht, und dass ich es dann in erster Instanz gar nicht gesagt habe, ist nochmal peinlicher, aber ja. Dann würde ich sagen, das war's.
Und bis zum nächsten Mal. Das war ein cooles Video auf jeden Fall. Tschüss!